entre novembre 1941 et le printemps 1945, 140 000 Juifs ont débarqué sur ces mêmes quais pour être conduits dans les pires conditions à Theresienstadt, la ville dont Hitler venait de faire cadeau aux Juifs. Quel cadeau! Vor Theresienstadt beginnt die Lüge. Wegen des etwas beschränkten Spielraumes sind die beiden Mannschaften nur je 7 Mann stark. Die ganze Stadt ist aufgebaut als Ruhm. Ich habe den Eichmann gut gekannt. Ich bin in der ersten Reihe gestanden. Und das hat man darauf geschrieben, er war ein banaler, kleiner Mann. Er war ein Dämon. Er war der Judenälteste. Immer sozusagen zwischen Hammer und Amboss, zwischen den Juden und den Deutschen. Sie haben das getan, um das Ghetto zu retten oder Sie zu retten? Warum haben Sie als einzige Judenälteste überlebt? Ich habe überlebt, weil ich ein Märchen erzählen sollte. Das Märchen von dem Judenparadies Theresienstadt. Zumindest haben Sie das vorgestellt, dass ich das erzählen werde. Dass es gibt ein Ghetto, wo die Juden leben wie im Paradies, wo es ihnen gut geht. Ce lieu de la mort devient soudain vivant pour moi. C'est un lieu sinistre d'une inoubliable beauté. Wenn man in 100 Jahren sagen wird, die Insassen der Ghettos waren lauter Heilige, keine größere Lüge wird es geben. Denn, ich füge hinzu, es waren Märtyrer, aber nicht jeder Märtyrer ist ein Heiliger.